Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In den letzten Tagen haben wir viel über Meilen sammeln gesprochen, auch über Kreditkarten und speziell gestern ja über Meilen sammeln im Alltag. Und da haben wir angefangen mit einem Konto, das mit Überweisungen Meilen generieren kann. Aber was ist eigentlich mit unseren ganz normalen Einkäufen? Wie können wir das managen, dass wir dabei noch nebenbei ganz, ganz viele Meilen oder Punkte sammeln, die wir letztendlich dann wieder zu Meilen transferieren, umwandeln können. Da gibt es einen ganz großen Punkt und das nennt sich Payback. Wie man Payback am besten nutzen sollte, mit welchen Mitteln man aus 50 Euro mal eben 500 oder mehr Punkte macht, ja, darüber sprechen wir jetzt. Ja, wie gerade schon gesagt, also mit Überweisungen können wir Meilen generieren durch Revolut. Wir können durch Bezahlen im Internet überall mit der Kreditkarte Meilen sammeln, durch, einfach nur durch Bezahlen. Aber es gibt ja noch die Variante eines Bonusprogrammes in Deutschland, welches ganz normal durch Vorlage einer ganz normalen Karte, ja, Punkte verspricht als Dankeschön quasi, so als, ja, dass ihr wiederkommen könntet jetzt in dieses Geschäft, um nochmal einkaufen zu gehen. Früher habe ich es gehasst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Payback-Karte, nein, aber mittlerweile sage ich euch, auf jeden Fall immer dabei haben und immer zücken die Karte. Denn mit dieser Karte, mit diesen Punkten, kommt ihr schneller in ein Business oder auch sogar First-Class-Flug, Premium-Flug, als ihr denkt. Wenn ihr das alles klug einsetzt, miteinander mischt, durch dieses Revolut und Punkt sammeln mit Payback und Kreditkarten, Willkommensbonus, also ihr merkt schon, es gibt einen ganz großen Bereich, die Konstellationen sind immer unterschiedlich, aber wir gehen heute, wie gesagt, mal auf den Baustein Payback-Punkte ein und was man noch alles machen muss und beachten muss. Also normalerweise ist es ja so, ihr geht in den Supermarkt, es sind verschiedene Partner dabei, es ist Rewe, die wichtigsten für uns sind Rewe, es ist Penny, es ist DM als Drogerie und es ist Real, wo man eigentlich noch viel mehr bekommt, aber ein ganz großes Geschäft, wo man eigentlich fast alles bekommt, aber nicht ganz so häufig zu finden wie zum Beispiel Rewe oder Penny. Aber diese vier Geschäfte sind für uns die wichtigsten, nicht weil sie vielleicht den besten Ruf haben, sondern weil wir dort ganz gut mit Coupons arbeiten können. Coupons ist ganz, ganz wichtig. Aber zunächst einmal, wie funktioniert das generell? Wie machen wir das? Also, ihr habt uns oft schon gefragt, wie wir das also maximieren können mit diesen Coupons, weil es ist so eine Sache, das versteht man nicht sofort, wenn man mit dem Thema Payback und Punkte sammeln anfängt. Also, normalerweise bekommt ihr ja nur in den meisten Geschäften für jeden zweiten Euro einen Punkt gutgeschrieben. Also eigentlich ja für einen Euro 0,5 Punkte. Ist erstmal nicht viel, auch nicht berauschend. Bei 50 Euro Einkäufen sind das also quasi nur 25 Punkte. Damit kann man eigentlich gar nichts anfangen. Also da muss man viel einkaufen gehen, um damit mit ordentlichen Punkten mehr rauszukommen. Aber man kann diese ganze Geschichte noch so dermaßen maximieren, dass man, wie gesagt, bei 50 Euro nicht nur 25 Punkte bekommt, sondern über 500, 600 oder auch manchmal sogar 700 Punkte. Und das geht ganz einfach mit Coupons. Na, ihr habt also quasi die Payback-App, die blende ich euch jetzt gerade mal ein. Dort gibt es in erster Variante erstmal diese E-Coupons. Das sind die Coupons, die man in der App aktivieren kann. Die sind allerdings meistens personalisiert und das ist ja das System hinter Payback. Man möchte jemanden dazu animieren, ein Geschäft jetzt zu besuchen oder halt wieder zu besuchen, aber halt aber auch nicht so oft mit den Punkten zu belohnen. Das heißt also, es wird meistens in der App ziemlich gering gehalten, das Angebot an Punkten, die man besonders gerne mag. Also diese 15-Fach-Punkte bei Penny oder bei Rewe gibt es, wenn man nur auf diese E-Coupons bezieht oder verlassen möchte, nicht so oft. Aber es gibt noch mehr. Aber aktuell machen wir erstmal das. Das Erste, was ihr machen könnt, ist, aktiviert erstmal einen 15-Fach-Coupon auf den gesamten Einkauf. Das sind so die besten, die man so haben kann. Es gibt zum Beispiel bei Rewe 15-Fach, es gibt auch bei Penny mal 15-Fach. Und ganz toll finde ich auch die bei DM. Da gibt es manchmal 25-Fach-Punkte. Also wenn ihr diese einlöst und quasi eure Einkäufe so managt, dass ihr vielleicht bei Rewe, bei Real oder Penny euren Wocheneinkauf immer dann macht, wenn es dann diesen Coupon gibt. Allerdings sind die meistens länger gültig, aber trotzdem, dann könnt ihr entsprechend dann durch den Großeinkauf noch besonders viele Punkte machen.
Aber das Wichtige ist dann noch weiterzugehen. Also es gibt ja nicht nur diese Punkte auf den gesamten Einkauf, sondern auch noch die Kategorien, die man noch wählen kann. Man kann nämlich also mehrere Coupons, das ist ganz wichtig, ihr habt auch viel gefragt, gleichzeitig nutzen. Zuerst zeigen wir natürlich an der Kasse unsere Payback-Karte. Damit wird zugewiesen, dass wir mit unserem Payback-Konto dort einkaufen gehen. Dann werden also die Punkte gezählt mit unserem Einkauf. Dann zeigen wir den 15-fach-Einkaufs-Coupon, also 15-fach-Coupon für den gesamten Einkauf. Das geht zum Beispiel bei Rewe ganz einfach. Man hat ja das in der App quasi aktiviert. Da muss man quasi nur mal seine Karte vorher einscannen. Dann hat man also quasi als E-Coupon noch den 10-fach oder manchmal auch 15-fach auf Gemüse und Obst. Dazu gibt es dann aber auch noch manchmal auf Bioprodukte. Da gibt es also Bio-Obst, Bio-Gemüse auch noch zusätzlich. Dann gibt es aber auch noch spezielle Coupons für Getränke, für Bier, für Süßigkeiten. Also man kann das auf x-beliebige Extra-Coupons noch ausweiten. Also oft steht auch, wenn man nochmal auf diesen Coupon im E-Bereich drückt, dann auch noch die Ausschlusskriterien, was aber bei diesen Kategorien für Gemüse und Obst und so weiter meistens nicht der Fall ist, denn das könnt ihr immer zusätzlich aktivieren. Ja, dann habt ihr also quasi auf den gesamten Einkauf plus die ganzen einzelnen Dinge und kommt dann, wie gesagt, bei 50 Euro ganz schnell auf 500 bis 600 Punkte. Das ist also die erste Möglichkeit und die einfachste, weil man einfach nur diese App verwendet hat von Payback. So, jetzt was machen wir jetzt, wenn wir nächste Woche wieder einkaufen gehen wollen oder müssen? Dann sind natürlich die Coupons, die wir jetzt in der App schon aktiviert hatten, verbraucht und die kommen nicht so schnell wieder davon. Da könnt ihr lange drauf warten. Das ist leider so. Und dann könnt ihr also überlegen, der Partner zum Beispiel, mit dem könnte man dasselbe Spiel nochmal machen. Dann hätte man also quasi dann die zweite Möglichkeit, E-Coupons zu nutzen, hat man diese Möglichkeit nicht. Dann kann man sich aber auch ganz einfach diese Coupons einfach zusammensuchen. Auf unserer Webseite haben wir einen Post zu diesem Thema ganz groß gemacht. Der ist schon länger, schon etwas älter, aber den haben wir jetzt wieder hochgeholt, weil ich noch aktualisiert habe. Dort findet ihr einen Bereich, wie ihr zum Beispiel an diese Coupons in Papierform oder halt auch als Bildschirmfoto kommt. Ihr braucht letztendlich einfach nur, wenn ihr ein Foto von einem Coupon seht und dann ist dann also unten ein Code und halt auch dann die Beschreibung, was für ein Code natürlich ist. Braucht ihr bloß einen Screenshot machen und diesen Screenshot zeigt ihr dann quasi an der Kasse. Und der wird ohne Probleme auch akzeptiert, weil die meisten Kassen aktuell ja auf, ja, wie soll man das sagen, das ist ein Scanner, wo man einfach nur sein Handy quasi ablichten lassen kann. Quasi, das ist das für die Karte, das kann man auch für die E-Coupons dann nutzen. Das heißt also, man durchstöbert so ein bisschen das Internet, da gibt es ein Instagram-Account, wie gesagt, guckt am besten mal auf unsere Internetseite, auf unserer Webseite, in unserem dazugehörigen Post. Da könnt ihr den Link finden und dort könnt ihr dann entsprechend dann immer wieder eure Codes abfotografieren und euren Einkauf planen. Allerdings ist es nicht immer so einfach, die Übersicht zu behalten. Dafür gibt es dann auch eine Möglichkeit, zum Beispiel seine Coupons selber zu basteln. Es gibt eine App. Die ist jetzt aber für ein Video wie dieses hier wirklich zu schwierig zu erklären. Da kommt in den nächsten Tagen, ich hoffe am Wochenende, ein extra Post, ein Tutorial, also eine Anleitung, wie ihr mit Pass4U euren eigenen Coupon für Payback für einzelnes Geschäft selber kreieren könnt und somit auch noch so managen könnt, dass ihr jeden Coupon einzeln, wie gesagt, diesen für den gesamten Einkauf, für die ganzen anderen Kategorien, alles nach und nach einfach quasi dann direkt an der Kasse abscannen lassen könnt. Und das ist dann die optimale Maximierung an Punkten. Das sind also die wichtigsten Tricks. Also es gibt die E-Coupons, die sind also quasi immer nur in der App nutzbar. Dann gibt es die Papier-Coupons, die manchmal per Post zugeschickt werden, aber da gibt es ja auch nicht so viele, aber die kann man nutzen. Plus die im Internet gefundenen. Da müsst ihr entsprechend aber auch so das managen, dass ihr diese nicht doppelt einlöst, weil einmal genutzt, dann ist es auch vorbei. Dann sind die nicht nochmal nutzbar. Und wenn ihr dann quasi einmal schon diesen verwendet habt und das nicht mitbekommt an der Kasse, ist es schon wieder sehr, sehr schwierig. Versucht unbedingt die Übersicht zu behalten. Ja,
dann habt ihr also quasi durch Einkäufe eigentlich jede Woche eine ganze Menge Punkte extra gemacht. Also ich denke mal, jeder sollte so 50 Euro in der Woche, weiß ich nicht so genau, aber kommt schon hin. Da kommt man also quasi mit 500 Punkten pro Woche ziemlich gut schnell oder einfach an 2000 bis 2500 Punkte im Monat, nur durch Einkäufe. Je nachdem muss man natürlich schauen, wo man einkauft. Es soll auch nicht dann ein Zwang sein, immer nur zu Rewe zu gehen. Es gibt ja unterschiedliche Anbieter, unterschiedliche Partner, wie auch Real. Da unbedingt drauf achten, wenn es mal wieder diese 1000-fach Punkteaktion gibt auf einen Einkauf ab 100 Euro und ihr habt zum Beispiel vor, okay, einen größeren Einkauf zu machen, wie Dominik und ich es mal gemacht haben. Wir hatten eine Party oder eine Veranstaltung, haben dann quasi für 230 Euro eingekauft. Und warum sollte man diesen Coupon nur einmal nutzen? Man sagt also dann quasi, wenn man zwei Karten hat, bitte stoppen Sie bei 100 Euro, greift die ersten 1000 Punkte ab und sagt, okay, jetzt machen Sie bitte weiter und gibt die nächste Payback-Karte von Dominik dann entsprechend und gibt es wieder 1000 Punkte. Das heißt, wir haben dann statt nur 1000 Punkte 2000 Punkte gemacht. Also auf sowas sollte man unbedingt achten, damit man keine Punkte liegen lässt. Dann gibt es noch die weitere Möglichkeit. Also wir können natürlich auch die Einkäufe müssen ja bezahlt werden. Die Punkte bekommt ihr sowieso bei Payback, aber die müssen ja auch bezahlt werden. Entweder wir nutzen unsere üblichen Kreditkarten, die üblichen Verdächtigen, wie die Miles & More oder halt auch die American Express Gold. Könnt ihr machen. Machen wir meistens auch so, weil wir die Payback American Express nicht besitzen. Aber solltet ihr daran Interesse haben, weil das ist eigentlich die einzige vernünftige Kreditkarte, die meilenfähig ist und dazu aber auch noch kostenlos ist. Wenn ihr diese benutzt, dann bekommt ihr letztendlich doppelt Punkte. Ja, das ist ganz interessant. Also ihr zahlt ganz normal mit dieser Kreditkarte. Das ist eine American Express. Die wird auch tatsächlich auch dann bei diesen Partnern von Payback auch akzeptiert. Und ihr bekommt dann entsprechend dann nochmal einen Punkt mehr pro ausgegebenen Euro. Dann würdet ihr also quasi für 2 Euro 2 Punkte bekommen. Aber es gibt auch, das ist das Interessante daran, bei dieser American Express Payback-Kreditkarte einen Turbo. Genauso wie es ihn bei der Gold oder bei der Platinum gibt. Ihr könnt ihn telefonisch beantragen, kostet 35 Euro im Jahr. Und wenn ihr das quasi so macht, wie wir es euch jetzt quasi erklärt haben, dann lohnt sich diese 35 Euro nämlich auch extrem. Denn dann gibt es nochmal einen Punkt mehr. Denn ihr bekommt dann von Grund auf für jeden zweiten Euro auch 2 Punkte. Gebt ihr dann noch eure Payback-Karte an, gibt es ja nochmal diesen üblichen Punkt. Das heißt, ihr bekommt dann immer dreifach Punkte mit der Zahlung mit der American Express Payback-Kreditkarte. Das ist so eine Sache. Dazu gibt es aktuell auch noch eine Aktion. Also eigentlich sind alle drei Aktionen aktuell für die drei besten Kreditkarten noch bis Ende Februar oder bis Februar am Laufen. Für diese Kreditkarte gibt es aktuell 4000 Punkte als Willkommensbonus. Bisher gab es noch nie mehr. Es hört sich jetzt nicht viel an, aber es gab auch noch nie viel mehr als 4000 Punkte. Von daher sollte man die auch mitnehmen, weil sie ja letztendlich kostenlos ist. Aber auch nur das macht Sinn, wenn ihr keine andere habt und auch nicht darauf besteht, mit eurer bisher benutzten Kreditkarte bezahlen zu wollen. Du, das war es jetzt eigentlich schon. Es gibt noch eigentlich viel mehr mit Payback, aber hier geht es tatsächlich eigentlich nur um das Einkaufen und das Bezahlen vor Ort. Wenn man das noch maximieren möchte, dann kann ich euch nochmal unseren Beitrag über Zeitschriften nochmal nahelegen. Wenn ihr Lust habt auf eine Zeitschrift, da gibt es zum Beispiel aktuell 20.000 Punkte als Dankeschön, dass hier quasi diese als Prämie, kann man das sagen, für die Zeitschrift. Das sind 20.000 Meilen. Und ich glaube, das Abo von Focus kostet aktuell 244 Euro. Also ihr könnt es euch ausrechnen, ob es sich das lohnt für euch. Aber einfacher kann man sich keine Meilen bzw. Punkte zukaufen. Hat man also vor, irgendwann in näher Zukunft in ein Business- oder First-Class-Ticket zu investieren. Und neben Zeitschriften gibt es aber auch noch, das könnt ihr ganz gut in der App sehen, ihr solltet euch die App mal genauer anschauen, viele Angebote. Ich bin erst kürzlich darüber gestolpert, dachte ich mir, okay, E.ON ist ein neuer Partner von Payback. Früher war es ja Yellow, aber die sind raus, jetzt ist es E.ON. Und hab gedacht, okay, wurde beworben mit 40.000 Punkten für einen Stromanbieterwechsel. Habe ich mir das mal durchgerechnet und so weiter. Und wir haben tatsächlich, wir zahlen jetzt weniger am Ökostrom und haben mal eben für den Wechsel 32.000 Punkte ja, geschenkt bekommen. Also eigentlich war das beste Geschäft, was wir letzten Jahr gemacht haben mit Payback. Wie gesagt, es hat nichts gekostet, kostet nicht mehr, keinen höheren Kosten. Von daher, und dann noch eben mal 32.000 Punkte abgegriffen. Das sind so Dinge, die man unbedingt noch beachten sollte.
es gibt so vieles, was man mit Payback noch bedenken kann und möchte und wie man das machen kann. Das habe ich auch nochmal ganz detailliert, also nicht nur in einem einzigen Video, sondern in vielen verschiedenen Videos in unseren Kursen für das Meilen maximieren oder auch für Fortgeschrittene genauestens erklärt. Könnt ihr dann auch gerne mal schauen, wenn ihr da auch mehr Wissen haben wollt, noch mehr Hintergrundwissen haben wollt, dann guckt euch das gerne mal an. Ich verlinke es euch mal rechts oben in der Ecke. Ansonsten, das, was ihr wissen müsst, findet ihr auch auf unserem Beitrag auf unserer Webseite www.tv. Das habe ich in der Videobeschreibung verlinkt oder halt auch in dem Link oben rechts in der Ecke, als ich es vorhin gesagt habe. Ja, das ist eine ganze Menge jetzt gewesen, aber es ist auch ein sehr, sehr großer Travel-Hack, der Payback bei uns in Deutschland. Bevor jetzt die Österreicher und die Schweizer wieder leider in den Kommentaren schreiben, was ist mit uns? Es tut mir leid, aber leider ist das Payback tatsächlich nur in Deutschland so lukrativ, denn die Partner sind mehr, es gibt auch mehr Punkte und die Kreditkarte bringt auch mehr an Punkten. Ich weiß, es gibt es in Österreich zwar auch, aber nicht so viele Geschäfte und auch nicht so viele Partner. Ja, aber ich kann es nicht ändern, das ist leider so. Ich denke, das ist eine Sache von Angebot und Nachfrage bzw. Leistung. Gut, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch ein bisschen das Interesse geweckt. Wie gesagt, schaut auf unserer Webseite, da findet ihr mehr Informationen. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen bei einem weiteren Travel Hack. Bis dann. Tschüss.